So, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Wie sehe ich bitte aus? Oh Gott. Ja, ich stehe gerade vor unserer Haustür, weil ich auf Tom warte. Der ist gerade mit Cookie, weil ich mich schnell angezogen habe. Und für mich geht's jetzt in den Stall. Eigentlich ist das für Maus. Egal. So, Freunde, ich sitze gerade, wie man offensichtlich erkennen kann, im Auto. Ey, diese Kappe macht mich verrückt. Und ich habe ein Paket von Royal Horseman bekommen. Ihr kennt die sicherlich schon. Wenn nicht, solltet ihr da auf jeden Fall mal vorbeigucken, weil die machen unglaublich, unglaublich schöne, nachhaltige Klamotten, also Reitsportklamotten. Ja, ich habe da schon ziemlich viel drüber bei Instagram erzählt. Und ich freue mich gerade so sehr, dass ich das Paket bekommen habe. Und jetzt sollte ich das eigentlich auspacken. Jetzt kommt der Tom. Da ist er. Oh. Hallo, Kackes. Ich habe voll vergessen, dass ich die Dings gar nicht mehr drauf habe. Was? Na, die Decke. Na, dann packen wir das gleich aus. Lecker. Hoppala. Freunde, das Wetter ist so schlecht. Man sieht einfach nichts. Gar nichts. Leute, wir sind im Stall. Und es regnet. Ich würde mal sagen, ein bisschen mehr als gewöhnlich. Es ist ziemlich stark am Regnen. Und ich habe keine Lust rauszugehen, weil. Moment mal an, wie der Boden aussieht. Okay, man sieht es. Doch, man sieht es. Hier läuft alles runter. Übrigens, die Paletten stehen da, weil da mein Pflaster voll. Es regnet hier komplett, es ist alles am Wegschwimmen. Tom, was sagst du? So, sind wir jetzt da, jetzt packe ich das Video aus. Das Paket. Gib mal deinen Schlüssel. Jetzt gibt's den Schlüssel. Mach mich weg. Nein. Ich will da nicht drauf sein. Oh. Ja, es geht ja nicht. Da gibt es einen Schlüssel. Bitte. Ja, das Haus hat es jetzt auch gekriegt. Jetzt können wir da mal rein. Ich weiß nicht, was wir von uns, aber es ist immer so eine Überraschung irgendwie trotzdem. Einmal meine Kappe. Erstmal so ein bisschen eingrooven. So sieht die aus. Richtig schön. Und hier, dieser Artikel wurde aus bestem nachhaltigen Material und fairen Arbeitsbedingungen designt und hergestellt. Voll cool. Vor allem, die haben ja auch eine 100%ige plastikfreie Verpackung. Ja. Und hier haben wir noch das Polo-Shirt. Boah, das sieht so schön aus. Moment, ich zeige euch das mal kurz im Nahen. Guckt mal, wie schön das ist. Ah. Look at it! Yes. Danke, Royal Horseman. Mit meinem Code NINA10 könnt ihr noch bis zum 6.6. 10% sparen bei Royal Horseman auf die ganze Bestellung. Einfach beim Knockout eingeben. Und jetzt werde ich mich mal rauswagen, versuchen und hoffen, dass ich nicht ganz nass werde. Hey Leute, ich habe gerade gesehen, dass hier einfach Samen in dem Papier drin sind und man soll das einfach einpflanzen, das Papier. Wie cool ist das denn bitte? I love it! Freunde, ich bin jetzt im Stall, wie man unschwer erkennen kann. Und es ist so eklig am Regnen. Aber egal. Alter, nichts, ja nichts, es nützt nichts. Holen wir mal den Flummi. Ich lieb's von unten zu filmen. So, ich hab den nassen Platz. Ja, das Halbschau mache ich gleich zu. Wir gehen jetzt in einen anderen Stalltrakt, aber nass, sogar meine Schultertabletten nass und aufgeweicht. Love it! Du bist so nass. So, Freunde, ich stehe jetzt vor den Boxen. Werd auch beobachtet von so einem kleinen Mädel. Ja, Problem ist, Flimkes ist komplett nass, also der ist richtig, richtig nass. Und es würde jetzt so lange dauern, bis er wieder trocken ist. Ja. Jetzt kommt dieses Mädchen auf mich zu. Bisschen gruselig.
deswegen will ich wahrscheinlich jetzt nicht reiten. Ja. So, ihr Lieben, jetzt mal ohne Spaß. Dieses Oberteil hier von Royal Horseman ist einfach das bequemste und angenehmste Oberteil, was ich in meinem Leben anhatte. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich eine Kooperation mit dem habe, sondern weil ich das so meine. Aber ich sage generell nichts, was ich nicht so meine. Also ihr wisst ja, dass ich 100% ehrlich bin. Und ich liebe dieses Oberteil. Es ist einfach so mega weich, aber nicht irgendwie total schwer oder so. Es ist mega leicht, auch total stretchy. Ich habe es extra in S genommen, weil XS ist mir ja manchmal umrum ein bisschen zu klein. Aber ich liebe es einfach komplett. Schaut euch die gerne mal an, die Poloshirts, und es sieht einfach so edel aus. Und hat halt trotzdem Luft, weil die meisten Poloshirts sind halt so, wisst ihr? Und dann hat man hier vorne keine Luft. Und es ist einfach so schön. Und die Kappe, ich liebe sie auch mit dem Glitzer. Ich habe, wie gesagt, doch dazu entschieden zu longieren. Weil Flummi halt komplett nass war und ich da jetzt weder ein Gurt noch einen Sattel drauflegen wollte. Weil das finde ich halt nicht cool, wenn es nass ist. Nachher scheuert das oder so und ich wollte jetzt auch nicht 2 Stunden warten, bis er trocken ist. Dann hat er jetzt einfach mal eine Reitpause heute. Hatte gestern zwar auch schon, aber gestern waren es auch fast 30 Grad hier. Jetzt ist es ein bisschen kälter wieder. Jetzt machen wir halt ein bisschen mehr in der Longe. Und gleich wollte ich ein bisschen Bodenarbeit machen, weil das ist ja, also so richtig Bodenarbeit, das ist ja, oh, er lässt sich schön fallen. Das ist ja so ein bisschen das, was Flummi noch so fast gar nicht kennt, würde ich mal behaupten. Also man merkt halt schon, dass nicht so viel Bodenarbeit gemacht wurde in der Vergangenheit. Also Longe halt schon, aber so richtig Bodenarbeit mit Tricks etc. Aber wir werden da eh erstmal an den Basics üben. Was mit so einfach Schrecktraining, sowas. Und ja, und halt auch so, dass er, wenn ich stehen bleibe, auch stehen bleibt. Und alles, das üben wir halt momentan. Aber ein Longieren-Film ist so kacke. Vor allem auf der Hand ist er noch, also wir haben gerade erst angefangen, ist er noch sehr fest. Guckt auch gerne nach außen. Es ist halt auch blöd, wie ich das jetzt hier halten muss. Habe ich natürlich auch nicht so wirklich die Kontrolle jetzt. Also kann ich nicht so schön biegen wie sonst. Ja, das ist auch seine schwierigere Hand. Der springt auch gerne mal einen Außengalopp an. Müssen wir dann immer korrigieren. Aber so langsam merkt man schon, wird es da oben ein bisschen lockerer. Ist ja generell eher so ein Pferd, das ein bisschen fester am Rücken ist und sehr viel Zeit braucht zum Lösen. Ja, deswegen machen wir hier mal ein bisschen weiter. Er kommt ab und zu schon tief. Super großer. Er ist einfach so lang. Man sieht halt wirklich, dass er hinten richtig fest ist im Rücken. Ich werde ihn auch, sobald der neue Sattel da ist, mal abchecken lassen. Also er wurde untersucht, bevor ich ihn gekauft habe, logischerweise. Also da war er auch nochmal bei der Osteopathin oder Physiotherapeutin, eins von beiden. Aber wenn der neue Sattel in ein paar Wochen da ist, werde ich den auf jeden Fall nochmal durchchecken lassen. Weil ich habe das Gefühl, dass er hinten, also Moment, da halt irgendwie so ein bisschen eingeklemmt ist. Das ist ja auch nichts Schlimmes, aber mal abchecken lassen. Übrigens, ja Leute, er hat einen leichten Tackfehler. Das wissen wir jetzt alle. Komm, Großer! Er kann schon nicht mehr. Übrigens, er ist, wie gesagt, nass vom Regen und noch. Noch ist es kein Schweiß. Gott, die Longe schleift hier auf dem Boden. Ich bin mit meiner Konstruktion. Guck mal, wie ein Zügel halte ich das. Hopp, galopp. Super. Und hier ab. Super großer. So, wir sind jetzt fertig mit Longieren. Ich hole gerade noch die Abschutzdecke. Übrigens, das ist hier so streifig, weil es hier offen ist und es geregnet hat.
Da haben wir jetzt auch Bodenarbeit gemacht, also nicht lange, nur so 10 Minuten ungefähr, weil ihn das schon so fordert. Und jetzt habe ich noch schnell, dass er sich wälzt. Sieht aber gut aus. Ja, und dann hören wir auf. Der Gute ist fix und fertig. Es war nicht unbedingt jetzt körperlich, obwohl es 25 Minuten Longe halt auch anstrengend sind. Aber dieses Geistige, das fordert ihn halt total. Danke, Großer. Du bist so fein. Ja, du bist so fein, ne? So, ich mache mir jetzt noch die Hufe sauber. Und aufgefuttert hat er. Ich habe ihn noch ein bisschen mit dem Fell schön das Fell über die Ohren gezogen und ein bisschen was rausgebürstet. Und jetzt mache ich ihn Weide fertig und dann geht's raus. So, ich bringe den Schatz jetzt zur Weide. Ich habe übrigens meine andere Kappe nochmal angezogen. Wegen dem Regen. Ich wollte die neue nicht direkt versauen. Aber jetzt regnet es gar nicht mehr. Er ist also gut ums Reiten drumherum gekommen. Der Schlingel. Ich habe jetzt auch die Fliegendecke ausgelassen, weil sie jetzt nass war. Eine Regendecke ist viel zu warm. Wir haben wieder so um die 26 Grad. Ist mega schwül. Und wir gehen jetzt zur Weide. Yes! So, Freunde, ich bin jetzt fertig. Bin auch wieder im Auto. Es ist so warm geworden. Wir haben gerade angehalten, weil ein Stein im Reifen ist oder sowas. Keine Ahnung. Zumindest ist Tom da irgendwas am Gucken. Und ja. Was ich sagen wollte, heute ist ja Donnerstag, so Lies Reitbeteiligung war da und hat sie heute Morgen schon ganz, ganz früh versorgt. Und jetzt ist es mega warm und ich denke mal, wir werden gleich in den Pool gehen. Ja.